Freitag, nach dem Freitagsgebet, ich war mit einem Bruder zusammen und wir wollten gerne irgendwas essen. Wir waren bei einem türkischen Bruder, der einen Dönerladen hat. Und subhanallah, wir haben gefragt in der Moschee, wo kann man hier gut essen? Man hat uns seine Adresse empfohlen. Wir sind dahin gegangen oder gefahren. Und als wir reingekommen sind, haben wir angefangen zu bestellen. Zuerst habe ich gefragt, ob das halal ist. Er sagte, ah, halal, wir sind Musliman. Ja, okay. Wir haben bestellt. Wir hatten noch nicht angefangen, unsere Bestellung anzufertigen. Ich gucke in seinen Kühlschrank, Bier und Alkohol. Ich habe gesagt, bitte stopp, stopp, Bruder, du darfst keinen Alkohol verkaufen. Er sagte, das ist nur für die Nicht-Muslime, das ist für die Kuffar, das ist nur für die Deutschen. Ich habe ihm gesagt, trotzdem, du darfst auch einen Kafir nicht schaden. Warum habe ich ihm das gesagt? Weil der Prophet Muhammad a.s. jeden verflucht hat, der Alkohol serviert, der Alkohol herstellt, der Alkohol verkauft, der Alkohol trinkt, der Alkohol anfasst. Und damals, als Allah Alkohol verboten hat, kam ein Mann, der Alkoholfässer von weisen Kindern gehabt hat, als anvertraute Sachen. Er kam zum Prophet und hat ihm gesagt, O Prophet Gottes, diese Fässer sind von den weisen Kindern. Soll ich die nicht verkaufen an die Ungläubigen? Was hat der Prophet gemacht? Hat er ihm gesagt, ja? Hat ihm gesagt, schüttle das alles auf den Boden. Du darfst auch die Kuffar nicht schaden als Muslim. Wisst ihr, was er mit uns gemacht hat? Er war wütend. Er sagte, wir leben nicht in Saudi-Arabien. Wir leben nicht in Saudi-Arabien. Hier ist Deutschland. Wacht auf, wir sind in Deutschland. Ich habe ihm gesagt, möge Allah dir verzeihen, Bruder. Wir wollen dir nur einen guten Ratschlag geben. Oder willst du, dass deine Kinder vom verfluchten Geld essen? Er hat uns rausgeschmissen. Möge Allah ihn recht leiten, inshallah. Aber das ist die Unwissenheit. Das ist die Unwissenheit einiger Muslime. Wenn er Alkohol verkauft und gleichzeitig sagt, dass sein Fleisch halal ist, wie kann ich ihm glauben? Der ist unglaubwürdig. Und subhanallah, man sieht die Pleite in seinen Augen. Aber möge Allah ihn recht leiten, inshallah. Also das Gute gebieten und das Schlechte verwehren. Das ist eine Pflicht für jeden Muslim. Allah sagt im Koran, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Ihr seid Muslime, die beste Gemeinde, die für die Menschheit auferweckt worden ist, weil ihr das Gute gebietet und das Schlechte verwehrt. Nur unter dieser Bedingung, weil ihr das Gute gebietet und das Schlechte verwehrt. Wenn Klaus und Peter bei einem Muslim in seinem Laden Alkohol serviert bekommen, werden sie den Islam annehmen? Niemals. Und er sagte, wir leben hier in Deutschland. Erstmal, mein Bruder, du bist hier fehl am Platz. Dein Prophet sagte, man kana zahiran lil kuffar fahuwa minhum. Wer unter den Ungläubigen lebt, ist einer von ihnen. Das ist die bittere Wahrheit. Und das merkt man schon. Wir reden über den Iman im Herzen. Alleine, dass du den fünftägigen Adhan, Gebetsruf, nicht hörst, das schwächt dein Iman.
Und einige Leute sagen, ja, wo sollen wir leben in den sogenannten islamischen Ländern? Dort ist noch schlimmer. Nein, dort ist nicht schlimmer. Dort hörst du den Adhan fünfmal am Tag.